Ja, nachdem wir so spannend aufgehört haben in der letzten Folge, machen wir direkt weiter. Wir haben ja hier geendet und jetzt geht's erstmal zur Sache, indem wir ein wenig. Hallo! Aua! Nee, das gehen wir nicht gut an. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Oder auch nicht, vielleicht doch nicht. Vielleicht. Wow. Okay. Wir werden doch sterben. Ja, den Leuten fehlte ja gar nichts. Wir werden ganz schnell. Aua, aua, aua. Ganz schnell hier versuchen. Die ein wenig abzulenken. Huhu. Und ein wenig hier auch ein paar Sachen zu sammeln, denn hier liegt ja wahrscheinlich auch einiges rum. Findet ihn, bevor er entwischt. Wir schauen drinnen nach. Du, überprüf die Straße. Wir müssen hier auch ein wenig ablenken. Ah, nein, 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 nein. Wow, aua! Lass mich veräppeln! Wow, 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 wow! Oh nein, nein, nein! Oh nein! Oh, okay, das gehen wir anders an. Das gehen wir ein wenig anders an. Das ist nicht schön. Ja, Eindringling, bla bla bla. So, wir werden ein wenig das anders angehen. Gehen wir mal schleunigst hier rüber und schauen mal, dass wir vielleicht hier drüben. Ah, hier sind auch noch ein paar Sachen, die wir sammeln können, anscheinend. Oh ja. Gewehrmunition. War hier einer gewesen? Nee, aber hier sind Schubladen. Guck mal an. Da ist was zum Sammeln. Hier auch. Ja. Sehr schön. Das. Da sind wir. Nee, doch nicht voll sind wir nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Hier ist noch ein Spind. Wow. Oh, 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 oh. Wir kriegen Gesellschaft. Wir kriegen Gesellschaft. Okay, das war natürlich. Die anderen haben es natürlich mitbekommen. Das heißt, die wissen jetzt, wo wir sind. Sollten schleunigst hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo ging es denn hier weiter. Ich glaube, wir müssen die, glaube ich, erst erledigen. Und dann kamen wir, glaube ich, erst hier weiter in dem Bereich. Ja, genau. Und das sind so viele. Und der mit dem Knüppel geht mir auf den Sender. Das war ganz klug gemacht. Hey, verteilt euch! Oh, der war vorbei. Scheiße, scheiße! Auf den Bus! Wow, 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 wow! What the fuck? Stirb! Mann, stirb! Wow, 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 wow! Oh, da ist noch was zum Einsammeln. Huhuhu. Huhuhu. Lebensenergie. Der Eindringling hat was drauf. Natürlich hat der Eindringling. Mann, du kleiner Drecksack mit deiner scheiß Knüppel. So, ich knüppel dich auch mal gleich, windelweich. Nimm auf, nimm auf. Komm, Mistück! Hey,
Hallo, 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 hallo. Oh mein Gott! Oh nein! Was ein Fail. Was ein Fail. Ja, ich muss mich ein wenig konzentrieren, ihr merkt's. Ich bin so ein bisschen... Da ist er! Eindringling! Oh, fuck. Sind das jetzt die... Müssen wir jetzt von ganz von vorne anfangen oder sind das jetzt die über den Bus geklettert sind? Ich weiß es jetzt gar nicht. Scheint so, als ob es die wären, die über den Bus geklettert sind. Weil wir haben hier schon die Sachen eingesammelt. So, lass mal schauen. Wo die sind. Ich sehe sie gar nicht. Sonst sucht die Gegend echt hier irgendwo. So. Ich glaube, der Pfeil und Bogen ist eine gute Wahl. Ja. Wo ist dieser Penner, verdammt? Verdammt! Ja, da hinten läuft noch einer. Tja, Ellie, man sollte es so machen. Das ist natürlich eine gute... Wo war denn der andere? Ach, da. Wo ist der Mist? Wo? Er hat eine Schockstarre. Wow, fuck, fuck, fuck. Ich hab's gleich. Boah, Gott sei Dank. Ich glaube, das war's. Puh. Schauen wir uns noch ein wenig um. Okay. Backstein mitnehmen. Ich glaube, das war der letzte. Alles okay? Ja, ich glaube schon. Gut. Sehen wir zu, dass wir wegkommen. Ja, und schauen wir uns doch noch erstmal ein wenig um. Weißt, wie es läuft. Sieh dich um und such nach was Nützlichem. Genau. Zu Befehl. Oh, Gesundheit sogar voll. Und wir haben immer noch unsere 3 Medikits. Das ist natürlich super. Da liegt ein Schokoriegel drin. Den brauchen wir nicht. Foxboro. Das ist die Zigarettenmarke. So, hier liegt auch nichts drin. Ist vielleicht im Jeep noch irgendwas? Nee. Hier liegt auch noch ein Schokoriegel. Ein Schokoriegel, wohlgemerkt. Keine Namen nenne ich hier. Nur ein Schokoriegel. So, da liegt ein Brett. Wir haben ja, wir können das Brett eigentlich verbessern, genau. Das haben wir, oder auch nicht, weil uns noch eine Klinge fehlt. Und uns fehlen noch 10 Tabletten für... Siehst du was? Ja, ich habe gerade was gesehen, Ellie. 10 Tabletten für unsere maximale Gesundheit, um die zu erhöhen. So, hier waren wir ja schon, haben schon alles leer geräumt. Hier drüben waren wir auch schon. Gut, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wo ging es denn jetzt weiter? War das hier im Bus? Na, oder? Wir gehen ganz sicher nicht hier zurück. Okay. Ach stimmt, der Bus ist ja da reingerauscht und hat uns ja da mitgenommen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwo... Hier, ne? Ja. Hey! Vielleicht können wir hier durch. Ja, das sieht gut aus. Na los! Okay, jetzt... Versuch es, mit irgendwas aufzuheben. Hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug. Ellie! Gut. Okay, los! Okay, es geht schon. Es geht schon. Klemm dir nicht die Finger. Puh. Da. Jawohl. Werkzeugstufe 2. Verdammte Hunter. Es hätte uns treffen können. Mann. Es sind so viele, die es nicht geschafft haben. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Wir leben. Gerade so. Los, verschwinden wir hier. Rauchbombe.
Oxidierter Zucker erzeugt eine Rauchwand, die dich vor Gegnern verbirgt. Er entzündet sich mit einer erschütternden Explosion, die jeden Gegner im Explosionsradius betäubt. Gegner können im Rauch nicht sehen und greifen ein Ziel, das sie nicht erkennen können, nicht an. Nutze das, wenn du unterlegen bist, oder stürme in eine Gruppe Feinde hinein, während sie betäubt sind. Das ist praktisch, das kann man gut gebrauchen, denke ich. Genau, Taschenlampe, gute Idee, Ellie. Kann man wenigstens ein bisschen mehr was sehen. Ich finde diesen Lichtkegel von der Taschenlampe total cool animiert. Oh, da ist ein Spind. Da können wir wahrscheinlich noch was finden, oder? Nö. Doch, da. Können wir denn da noch... Das ist voll. Können wir denn jetzt noch irgendwas herstellen? Ja, eine Rauchbombe. So, von denen haben wir drei. Ich habe eine Trophäe verdient, voll ausgerüstet. Komischerweise habe ich jetzt erst eine Trophäe bekommen, die allererste. Wahrscheinlich sind jetzt erst die Trophäen aktualisiert worden für nächste Woche, weil nächste Woche, wenn ich das Video hier aufnehme, ist Sonntag. Und am Donnerstag kommt das Spiel raus. Wahrscheinlich haben die jetzt erst die Trophäen freigeschaltet. Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenne beide Seiten. Oh. Ach, das gibt's auch jetzt nicht, ne? Nein, das muss nicht. Unschuldige um? Das gibt's ja nicht. Denn wohl ihr? Versteh es, wie du willst. Immer rufen mich die Leute an, wenn ich gerade am Let's Play bin. Das gibt's gar nicht. So. Hi, Sascha. Ja. Das ist übrigens mein Anrufbeantworter, der gerade läuft. Hier schlafen diese Typen wohl. So. Oder schliefen. Oder schliefen? Hier schlafen die Typen wohl oder schliefen. Ich bin total wieder perplex, außer... Mein Gott, ich muss mal eben meine Uhr wieder hinlegen. So. Ich glaube, demnächst ziehe ich einfach den Stecker vom Telefon. Das gibt's doch nicht, dass ich immer wieder angerufen werde, wenn ich ein Let's Play mache. Das gibt's doch nicht. Mein Gott. Mann, was wollen die immer von mir? So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Ich bin ganz aus dem Wind. So, da hatten wir alles durchsucht, ne? Mein Gott, und ich fange immer mehr an zu schwitzen. Da haben wir jetzt, glaube ich, alles durchsucht, ne? Da hinten war die Flasche. Hier ist noch ein... Da ist noch ein Buch. Medikit verbessert. Medikits sind jetzt 33% stärker. Lesen. Medizinisches Handbuch, Band 1. Verbesserte Effektivität. Erste Hilfe, Maßnahmen auf dem Feld. Schienung. Schienen werden zur Stabilisierung verletzter Körperpartien benutzt. Stabile Gegenstände eignen sich gut als Stütze. Sind diese nicht verfügbar, reicht auch gerollter Stoff. 2. Schienen sollten über die Verletzung hinaus verlängert werden, um den verletzten Körperteil bewegungsunfähig zu machen. Wenn möglich, sollten Gelenke oder und unterhalb der Verletzung ebenfalls geschient werden. 3. Die Schiene muss sich ober- und unterhalb der Verletzung befestigt werden. Muss unterhalb oder der Verletzung befestigt werden, genau. Knoten direkt über der Verletzung sind zu vermeiden. 4. Durch Abstand des Bereiches abseits der Verletzung kann eine angemessene Durchblutung der übrigen Exkremente gesichert werden. Jetzt sind wir ja beinahe schon Fachmediziner. Wenn wir hier weiterspielen. So, zwei Türen. Ich entscheide mich noch für die rechte. Okay, das ist anscheinend noch eine Kammer. Sehr schön. Ganz viele Sachen zum Sammeln. Ganz viele Sachen. Oh, eine Karte. Wer hätte das gedacht? So, lesen. Eine Karte der Hunter Hinterhaltpunkte. Funnel Cars hier. Ambush hier. Bus Ram. Okay, da haben sie das also schon geplant. Ja, also wenn wir von da kommen, wo der Pfeil ist. Ich wollte gerade schon wieder auf dem Bildschirm zeigen, seht ihr gar nicht. Ah, und eine Werkbank. Wunderbar. Dann schauen wir doch mal, okay, ob wir jetzt den Halfter bauen können für die Pistole. Ja, können wir. Machen wir auch glatt.
Sehr schön. Dann werden wir mal die Tempo der Schrotflinte. Ja, ich würde sagen, das Nachladen der Schrotflinte ist ganz gut, weil die Schrotflinte doch sehr gut reinhaut. Den Bogen. Ermöglicht das schnellere Zielen der Waffe, Reichweite. Ich glaube, das schnellere Zielen der Waffe. Machen wir das mal. Das schnellere Zielen der Waffe. Bei dem Bogen. Und die Kapazität. Ja, die Kapazität der Flinte, glaube ich, die erhöhen wir. Obwohl, den Rückstoß, den können wir mal verbessern. Rückstoß ist mal. Nee, machen wir mal die Kapazität. Wenn wir schon einmal dabei sind, die Kapazität. So, jetzt haben wir noch. Können wir den Revolver noch Nachladetempo noch mal geben. Und dann haben wir nur noch 3 Werkzeugteile und das reicht erstmal. Sehr schön. Genau, sehr schön. So, das heißt, wir haben uns erstmal sehr, sehr gut ausgerüstet für die nächsten Passagen. Ganz schön hell. Uiuiui. Oh. Ich glaube nicht, dass die infiziert waren. Mir egal. Wir müssen weiter. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie! Langsam! Wart auf mich! Was? Ich bin hier! Wie wär's, wenn ich vorgehe? Und dann nicht so laut. Okay. Nicht so laut. Psst. So, da haben wir wieder Tabletten. Damit haben wir... Fehlen uns noch 5. Hier haben wir noch Sachen für die Werkbank. Sehr schön. Ich pfeife. Oh. Oh, gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Oh, das ist Wahnsinn. So, haben wir im Bus was liegen? Oh ja, hier. Ellie, ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Oh, das lese ich später. Savage Starlight. Termination Shock. Wow, cool. Termination Shock. Dr. Daniela, Star Dreams of Deep Space in the year 21. Okay. Ellie, ich bin sofort da. Ich muss nur mal eben kurz hier rumlaufen um den Busch. Okay. Da liegt auch noch was, oder? Oder irre ich mich da? Ja. Bin ich auch glatt vorbeigelaufen. Rohrbombe? Rohrbombe, Rauchbombe. Ja, wir könnten. Ah, wir können was erstellen. Wir können unsere Waffe nochmal verbessern. Unsere Nahkampfwaffe. So. Nehmen wir mal die Flasche mit. Ah, Flasche haben wir, ne? Ja. Hier liegt was. Was war das? Wow, wow, wow. Ich weiß nicht. Ellie, Deckung. Wo hast du denn schießen gelassen? Ellie, runter! Bei einem ganzen Schwarm nichts getroffen. Ich treff dich gleich. Oh, du bist ja echt sauer. Wenn du Nachhilfe brauchst, helfe ich dir gerne damit. Lass mich in Ruhe. Oh. Bleib da stehen, Joel. Wo sind sie denn? Die wollten hier sein. Die sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn sie Eindringlingen begegnet sind. Das ist eine Goldmine, Goldlachspilze. Vielleicht können wir etwas plündern, während wir warten. Hier gibt's nichts. Gehen wir weiter.
Scheiß drauf. Ich warte nicht länger. Lasst uns nachsehen, was die machen. Die machen den Scheiß jedes Mal. Ich schwöre, Mann. Wenn die uns schon wieder hinhalten. Ja? Was machst du dann? What's up? Ja, ich warte. Und schauen uns hier ein wenig um. Vielleicht finden wir ja was, was wir gebrauchen können. Ich glaube, sie sind weg. Gott sei Dank. Mann, oh, die machen mir Angst. Oh, ist die Stadt denn voll von ihnen? Anscheinend schon, ne? So, aber anscheinend liegt hier nichts Großartiges rum. Ich glaube, wir müssen über den Bus, wenn ich das richtig sehe. Ja. Wow. Uiuiui. Zur Brücke ist es noch weit. Wir schaffen das. Genau, wir schaffen das. So, schauen wir mal. Ist hier noch irgendwas am Liegen, das wir gebrauchen können? Nee. Wow, Survival-Ausrüstung. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Da liegt noch was zum Lesen. Lesen wir das doch mal. Gebt uns Lebensmittel. Oh. Warum wurde kein Essen verteilt? Manchmal gab's nichts mehr. Meistens behielten sie es selbst. In Boston war das nie so. Glaub mir, es passierte dauernd. So, wir wollen das lesen. Müssen wir eben kurz gucken. War das jetzt dieser Steckbrief? Nee. Wo ist denn? Hinterhaltkarte, Steckbrief. Einrufungsbescheid hatten wir schon. Nachricht Bruder, QBZ, Schmugglernotiz. Hügel verloren, Notiz. Ah, das ist es. Genau, das hatten wir noch nicht. So sieht das aus. Und dann lesen wir das mal. Wir haben Troy Hill an das übelste Gesindel verloren, das je eine Waffe in der Hand hatte. Aber die Schweine sind schlau. Sie haben einen unserer Granatwerfer gestohlen. Wir hatten keine Chance. Zusammen mit dem Strip District genommen, kontrollieren sie jetzt den ganzen Fluss. Für den schwierigsten Rückzug ist fast nur noch die Hälfte unseres Trupps übrig. Ich bete zu Gott, dass Jeremy und Pam noch leben. Sie sind auf der anderen Seite des Flusses stecken geblieben. So, mal eben. Ja, wir können unsere maximale Gesundheit erhöhen. Das machen wir doch glatt. Gut, dass ich da reingeschaut habe. Sehr schön. Jawohl. Sieht man nach unten rechts jetzt am Bildschirm. Das ist jetzt, wir schon ein bisschen mehr Lebensenergie haben. So. Kurz, ein kurzer Blick auf die Uhr. Ich werde mich mal ducken, weil ich glaube, ich habe ein bisschen nur das im Orient. Oh, ein Drehkreuz. Ein Drehkreuz. Immer reinspaziert. Ich höre Hunter. Ja, ich auch. Ich höre Hunter. Sei einfach leise, solange wir noch hier sind. Okay. Oh mein Gott. Gehen wir mal hier lang. Neuer Anführer. Der gleiche Scheiß. Naja, er sagt jetzt, wo genug Leute auf die Ausgänge aufpassen, können wir uns ausweiten. Und was genau wird uns das bringen? Ich weiß nicht, vielleicht finden wir Treibstoff für die Generatoren. Ich will einen alten Projektor reparieren, Filme anschauen oder so. Das wird nie passieren. Ich habe das Expansionsgeschwätz schon oft gehört. Und wenn wir es versuchen, werden verdammt viele von uns getötet. Ach, wer weiß, vielleicht läuft es anders.
Freu dich nicht zu früh darauf, Kleiner. So lebst du länger. So lebst du länger. Ach, der Busch macht so ein Windgeräusch. Ich dachte schon, was ist das? So, jetzt müssen wir natürlich hier höllisch aufpassen. Was wir hier... Oh, da hinten steht auch einer. Was wir hier tun. Oh, oh. Oh, oh. Das ist gefährlich. Das ist ganz gefährlich. Und der einer sich jetzt da... Oh nein. Oh, 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 bitte dreh dich da hinten nicht um. Und du geh weg. Leg dich hin, leg dich hin, leg dich hin. Nein! Leg dich... Boah! Fuck. Jetzt sind natürlich alle wach. So schnell wie möglich mal gucken, dass wir hier vielleicht erstmal hier wegkommen. Dass die Lage sich so ein wenig beruhigt. Mann, was dramatisch. Da war auch einer gewesen. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut, der kommt hier rein. Den schnappen wir uns jetzt. Ja. Vielleicht schnappen wir uns jetzt. Puh. Die Flasche ist besser. Schauen wir uns doch erstmal ein wenig draußen um, dass wir vielleicht doch da irgendwie jemanden... Da liegt was auf dem Tisch. Klebeband. So. Ausschwärmen! Hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Oh, da war was gewesen. Da war jemand. Du willst also die harte Tour. War das einer oder war das... Oh, scheiße. Fuck. Wow. Du bist tot, Arschloch! Das ist der andere Typ. What the fuck? Ah, der steht da hinten. Abfackeln, das ist eine gute Idee. Schön für den Tipp, dankeschön. Tut mir leid. Uiuiui, ja, ich merke gerade, oder ihr merkt es wahrscheinlich auch gerade, ich gucke verzweifelt immer auf die Uhr, mir läuft nämlich die Zeit weg. Ich würde sagen, ich speichere hier und wir sehen uns in einer weiteren Folge The Last of Us. Spannend bleibt es auf jeden Fall, also schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Tschüss.